Die Aufgabe lautet, diese Mondfläche hier zu berechnen, diese hier. Wenn man den Radius mit, hier ist der Radius, mit R angibt, das ist ja immer der Radius. Also von hier nach von, das ist eigentlich der Mittelpunkt, von Mittelpunkt nach B, nach C, nach D, nach B, nach D ist es, der Radius. Okay. Und der grüne Kreis hat offensichtlich seinen Mittelpunkt hier bei B. Okay, und der Trick, also der Ansatz ist, ich schaue mir den Halbkreis an, also den Halbkreis, addiere zum Halbkreis das Dreieck, ja, plus Dreieck, und ziehe dann diesen Viertelkreis minus Viertelkreis ab. Ja, okay, der Halbkreis, das war das. Halbkreis mit Radius r näher die Fläche im Kreis, das ist r Quadrat Pi und ein halb. Okay. Dann plus das Dreieck, das ist dieses Dreieck. Ah, okay. Das hat hier die Grundfläche, also plus ein halb. Die Grundlinie ist 2r mal 2r mal die Höhe mal r, weil die Höhe ist ja auch r. Okay. Kann ich schon mal ein bisschen schöner machen. Also habe ich jetzt, nee, mache ich später schon. So, und jetzt kommt das Grüne, also ein Viertelkreis. Und der, ich nenne ihn mal Groß R. Der Radius Groß R des Viertelkreises berechnet sich aus diesem Dreieck. Da habe ich einen rechten Winkel, das ist der Pythagoras. Also mache ich so eine Nebenrechnung. Haben wir gar nicht, interessant. Also, R Quadrat. Plus r Quadrat gleich Groß r Quadrat, dann die Wurzel r ist Wurzel aus 2r Quadrat, ist näher r Quadrat kann ich rausziehen, r Wurzel 2. Gut, die Fläche ist ja r Quadrat Pi, ja, und ein Viertelkreis, also ein Viertel. Und das setze ich dann, dieses klein r mal Wurzel 2 setze ich ein. Also ein Viertel mal klein r Quadrat mal, ja, Wurzel 2 mal Wurzel 2 zum Quadrat ist 2 mal Pi. Ein Viertel und 2, das ist also ein halb, ist ein halb r Quadrat Pi. Eigentlich nicht schön, weil das ist, soll jetzt alles grün sein. Das ist dieser grüne Viertelkreis. Also der grüne Viertelkreis, das ist dieses Dings hier. Ja, da habe ich erst mit dem Pythagoras den R berechnet. Das ist mein R. Und dann einfach ein Viertel mal, ja, dieses, ein Viertel R Quadrat Pi. Also habe ich hier ein halb R Quadrat Pi. Gut, was kommt hier raus? Also, ein halb R Quadrat Pi plus, das fällt weg, R Quadrat, dann minus ein halb r Quadrat Pi. Ui, die fallen alle weg. Ja, also das und das fällt weg. Dann kommt hier raus r Quadrat. In unserer Aufgabe war r gleich 7 und dann wäre die gesuchte Fläche, also diese Mondfläche, die hätte dann die Fläche 49. Also die blaue Fläche hat hier die Fläche r Quadrat. Also ist eine faszinierende Aufgabe.